Natürlich, Kundgebung in Dresden und Erfurt vorbei. Wie zufrieden sind Sie? Ja, ich bin erstmal zufrieden, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Wir hatten viele Apothekerinnen und Apotheker und Angestellte aus den Apotheken in Dresden und auch in Erfurt. Wir haben es ja gemeinsam gemacht, haben uns abgewechselt mit den Redebeiträgen. War mal was anderes, war aber doch, denke ich, ein toller Erfolg und wichtig nochmal vor den Landtagswahlen jetzt in Sachsen und Thüringen. Glauben Sie, die politische Botschaft ist angekommen? Also ob sie bei Herrn Lauterbach angekommen ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Das müsste man mal nachfragen. Angekommen ist es auf alle Fälle bei den Landespolitikern. Wir hatten, wir hatten zwei Statements von der Ministerpräsidentin von Thüringen und Sachsen. Wir hatten Statements von Frau Werner, der Gesundheitsministerin aus Thüringen, und von Frau Köpping, der Gesundheitsministerin aus Sachsen. Und die haben sich deutlich geäußert, dass die unsere Forderung unterstützen, sowohl hinsichtlich finanzieller Natur als auch hinsichtlich der Geschichte Apotheke ohne Apotheker oder Apothekerin. Und Frau Köpping hat ja sogar gesagt, und das mehr kann man eigentlich nicht kriegen auf so einer Kundgebung, wenn Vorschläge seitens der Landesgesundheitsminister nicht aufgenommen werden in den Referentenentwurf, dann werden sie im Bundesrat den Vermittlungsausschuss anrufen. Also da sind wir wirklich sehr, sehr glücklich und schon deswegen allein hat sich es gelohnt. Aber nochmal vielen Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen in den beiden Bundesländern und unsere Gäste aus Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Bayern. Und wenn ich eben vergessen habe, dann möge er mir das verzeihen. Aus allen Bundesländern, die hier angereist sind und sich in der Hitze klar und deutlich positioniert haben für das, was wir wollen und wo wir die Apotheke hinführen wollen. Was ist die nächste Station im Kampf? Ja, die nächste Station im Kampf. Wir werden dranbleiben, wir werden gucken, wann der Gesetzentwurf oder der Entwurf ins Kabinett geht. Und sollte er durchs Kabinett so ungeändert durchgehen, dann werden wir natürlich weitere Maßnahmen ergreifen. Das müssen wir jetzt erstmal abwarten, sage ich der Ehrlichkeit halber. Und wenn er verändert durchs Kabinett durchgeht, dann muss man gucken, was es für Veränderungen sind. Sind es maßgebliche oder nicht maßgebliche? Also wir müssen das erstmal abwarten, aber wir stehen bereit und werden immer weiter dafür kämpfen. Klingt etwas martialisch, aber dafür eintreten, dass wir dieses Versorgungssystem, so wie es jetzt hervorragend funktioniert, nicht zerstören lassen. Angenommen, das Paket wird aufgeschnürt. Hat die Apothekerschaft Vorschläge für so eine Apothekenreform? Also, das ist eine spannende Frage. Da bin ich mal ganz ehrlich, wenn ich welche hätte, würde ich sie auch im öffentlichen Interview nicht kundtun. Da müssen Sie aber Verständnis haben. Das machen wir nicht. Wir werden zu gegebener Zeit dann an die Öffentlichkeit treten.